Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, es ist immer noch ein bisschen windig. Steine. So, ab in die Bank. Essenszeug dabei, da können wir hier vielleicht mal die eine Dose Kaffee ablegen. Der Rest vom Essen, ja, kommt. Wir können ein bisschen Wasser können wir ablegen. So anderthalb Liter vielleicht mal. Für den Notfall. Einmal Kräutertee. Das lasse ich drin. So, Antibiotika-Zeug, da haben wir jetzt nichts Neues bekommen. Das ist unsere Toolschublade. Brecheisen ist auf jeden Fall sehr wichtig. Hier einen Topf, den packen wir noch mit rein. Da haben wir jetzt drei Töpfe drin. Und hier ein Leerzeug. Die recycelte Soße kommt in den Müllschrank. Das getrocknete Leder nehme ich mal eins raus. Wir brauchen jetzt noch getrockneten Kaninchenpelz rein und einen getrockneten Darm. Nehme ich hier den etwas schlechteren. Dann können wir nämlich nochmal eben schnell die Schuhe reparieren und auch die Mütze. Ich hoffe, das klappt mit der Mütze. Wenn das fehlschlägt, das wäre ein bisschen schlecht. Reparieren. Erfolgschance ist aber 95%, also es sollte eigentlich funktionieren. Eigentlich. Sehr gut. So. Ansonsten haben wir, was hier reinkommt, erstmal nicht ganz so viel. Hier noch eine Hagebutte. Dosenöffner und so weiter. Okay. Wir haben hier noch ein bisschen Bargeld, das können wir verbrennen. Hier ein bisschen Pazunderbündel mal ablegen. Da wir jetzt ja die Omili. So, fünf nehme ich mit. Die hier können wir dann nochmal auseinandernehmen bei Gelegenheit. Habe ich jetzt mal noch nicht gemacht. Hier ein paar Bücher. Ich packe die erstmal hier rein, weil wir nehmen ja nochmal ein paar neue Sachen wieder mit. So, ein bisschen Geld. Warum hat das Geld Haltbarkeit? Was soll das denn? Macht ja gar keinen Sinn. So, wir haben mal wieder Holzstreichhölzer gefunden. Ich die hier wegen erstmal reinpacken. Locked. Can't get in here yet. Ja, okay. Also wir müssen irgendwie in das Haus von dem Bankmenschen rein. So, draußen hat sich's, glaube ich, wieder ein bisschen beruhigt. Vielleicht können wir die Zeit nutzen, noch mal ein paar Kofferräume zu öffnen. Ja, das ist okay. Ist noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich vielleicht da hinten bei der Kirche einmal anfangen. Nicht zu machen. Okay, ich fange mit der Kirche an. Scheiße. Da sind erstmal zwei Wölfe drin. Ja, schönen Dank, aber auch. So, und der Kofferraum, der war nicht abgeschlossen. Da hinten waren, glaube ich, keine Autos. Hier ist ein Pickup. Ich höre überall Wölfe. Der Kofferraum, der war auch offen. Hier noch ein Auto. Der war aber abgeschlossen. So.
toll. Wahnsinn. Das hilft uns sehr viel weiter. Wir hatten auch in der Bankfeld mit gerade noch einen Tresor, den wir aufknacken mussten. Da könnten wir bei Gelegenheit nochmal reingehen. Hatten wir sonst in den Häusern noch irgendwas drin, was wir aufknacken müssen? Vielleicht sollten wir da auch nochmal nachschauen. Also die Häuser sind ja jetzt auch nicht gewesen. Das sind ja relativ flott. Kommt hier rein raus? Nein. Hier waren also keine gewesen. Das Bankding können wir uns später nochmal anschauen. So, also 1% verbrauchen wir pro geöffneten Kofferraum. Wahrscheinlich gilt das auch für die Schränke etc. Wir sind gerade sehr langsam, weil wir halt Gegenwind haben. Rein. Solange es nämlich noch hell ist, können wir das noch mal nutzen. So, hier ist nichts. Kiste. Okay. Geht relativ flott. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas war, aber sicher ist sicher. Ich meine, eventuell finden wir wirklich etwas Atemberaubendes. Ein Gewehr oder sowas. Ein Bogen? Ich habe keine Ahnung, was man so finden kann. Die Schränke sind alle leer, alle geöffnet. Außerdem können wir bei der Gelegenheit nochmal eben schauen, ob die auch überall gründlich gewesen sind. Die Toilette habe ich auch ausgenommen. Alles klar. Super. Ach, Gefällewarnung, verstehe. Das heißt, wenn da unten rechts dieses rote Lämpchen aufploppt, heißt das nicht, dass wir uns wehgetan haben, sondern einfach nur im Gefälle sind. Und haben wir hier den Kofferraum was drin? Hope nobody needs this anymore. Signalpatrone. Ein bisschen wieder, ist okay. Ja, immerhin mehr als bei dem anderen. Der. Gut. So, dann machen wir hier in der Fluggrube öffnen? Ach, haben wir schon durchsucht. Hä? Warum sind hier so viele Steine drin? Sind das so Sachen, die wir irgendwo draußen noch verloren haben, dass wir die hier wieder aufsammeln können? Praktisch. Ergibt zwar keinen Sinn, aber ist praktisch. Stapel Papier, okay. So, ein Haufen Kartons. Und dann gerade eben hier mit der Lampe gucken. Also ich fange jetzt nicht an, die ganzen Kartons hier auseinander zu semmeln. Könnte ich wieder machen, aber... So, hier... Blub, kann ich nichts machen. Stock. Vergiss nicht, im Kofferraum im Handschuhfach nachzusehen. Im Handschuhfach ist pauschal sowieso nie was drin. Nächstes Häuschen. Kurz wieder einmal schauen. So ist es ein bisschen einfacher. Ja gut, ein bisschen Zeitungspapier kann ich mitnehmen. Hier ist so eine aufgerollte Zeitung. Weiß nicht, so Sachen, die wir einfach so mitnehmen können, die kann ich nicht liegen lassen. Das ist irgendwie wie hier auch Stapel Papier. Ich meine, es ist ein Survival-Spiel und
Jeder vernünftig denkende Mensch wird einfach Sachen mitnehmen. Das ist so. Ja. Gucken, dass wir zumindest die Häuser, die wir schon mal durchsucht haben, heute noch fertig bekommen. Zur Tankstelle müssen wir jetzt heute nicht mehr hin, aber hier so in den Haus. Das hier? Ach, das war eine Kiste. Okay. Auch zu... wieder. Hey, eine aufgebaute Zeitung. Geil, dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Ich bleibe erstmal hier auf dieser Seite. Wo wir auf dem Rückweg dann die andere Straßenseite mitnehmen. Hier ist es auch wieder sehr hell drin. Die hatten wir schon durchsucht, Irgendwelche Schränke hier, die wir nicht öffnen konnten, aber ich glaube, die waren alle nicht abgeschlossen. Wäre ja auch... Das ist ein Toaster. Das sah gerade so ein bisschen aus wie meine Steampunk-Brille, die ich auf dem Kopf habe. Oh, ganz kurz. So, genau, hier war nämlich das Ding, was wir schon mal... Hier liegt noch ein Buch, was wir schon mal gefunden hatten. Sonst ist da nichts. Toilette. Nehmen. Brauchen wir aber nicht. Okay. Wieder löschen. Kappern. Schwerer Wollmantel für Seefahrer. Gut. Ja, gut, dann sind wir mit der Seite ja eigentlich soweit fertig. Als das Design. Hier sind noch ein paar runtergekommene Häuser. Was ist hier? Den sollten wir durchsuchen. Ach, da oben am Turm wieder. So, hier waren gerade noch ein Häuschen. Genau. Gehen wir mal eben rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in irgendeinem Haus noch ein Spind war oder sowas, den wir nicht durchsuchen konnten. Aber ich glaube, das war... In der Tankstelle war auf jeden Fall einer. Leer, 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 leer. Hier ist leer, haben wir alles mitgenommen. Toilette ist auch ausgeschöpft. Alles klar. Weil hier in den normalen Häusern war eigentlich keiner. Ja, in der Bank logischerweise. Ist nix. Haus verlassen. Ich verstehe immer noch nicht, warum so wenig Licht, was von draußen reinfällt. Da müsste doch zumindest Umrisse drinnen erkennen können. So, dann haben wir hier wieder einen Kofferraum. Einen leeren Kofferraum. Drin. Dann haben wir die Häuser nämlich fast alle fertig. So. Hier hatten wir schon gesucht. Hier ist noch ein Bett, Schublade. Alles klar. Leer, 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 Karton. Oh, tränenreicher Brief haben wir noch. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl. Ich kann nicht mehr in Milton bleiben. Es ist einfach zu leer und traurig. Ich weiß, dass ich dir versprochen habe, mit dir durch dick und dünn zu gehen, aber dazu bin ich einfach nicht bereit. Es tut mir leid. Ich werde dir essen, sobald ich auf dem Festland bin. Dort soll es mehr geben. In Liebe, N. Gut. Haben wir noch mal was vergessen, eine Kleinigkeit? Können wir noch mal mitnehmen? Toilette, Handtuch, ja. Ja, theoretisch könnte ich hier das Wasser mitnehmen, mache ich jetzt aber noch nicht. Bock.
können wir die eigentlich nie öffnen? Ergibt doch keinen Sinn. So. Ja, hier kommen wir nicht rein, ne? Hier brauchen wir ja nur die Tauschschlüssel des Bankmanagers. Wo auch immer der sich aufhalten mag. Warum hatten wir denn die? Hier waren wir vorhin drin. Was ist schon alle Autos, die wir hier aufklappen konnten? So wenig vor. Also es kommt mir vor, als wären es noch mehr Autos. So wollte ich sagen. Aber scheint, als wenn das alles gewesen wäre. Gut, dann meine alte Fackel. So, Wölfe sind am Singen. Tacho, ja, es ist auch langsam dunkel. Dann gehen wir mal zu Umi zurück. Mal vielleicht ein bisschen was essen, bevor wir uns zu Bette legen und dann. Oh, sie hat mir wieder was gemacht. Dankeschön. Sehr nett von ihr. Jetzt muss man was Neues sagen. Woo! Nein. Oh, hier liegt dann auch nichts mehr. Ich dachte jetzt gerade, da liegt noch wieder ein Zettel mit noch mehr neuen Rohstoffen. Dann wäre ich durchgedreht. So, der Wolfspelz ist getrocknet. Der Kaninchenpelz ist getrocknet. Der hier auch. Sehr schön. Hier ist noch nichts getrocknet. Jeder ist raus. Scheinbar ist noch Motorradsaison. Die Schlinge, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich die nicht. Können wir auch zu Altholz zerlegen. Ich benutze sie nämlich nie. Ich habe die einmal just for fun benutzt, aber das war es dann auch. Ich trinke noch mal was. Den Rest machen wir dann. So, ja, ein bisschen Zeit ist noch, aber kommen noch mal 8 Stunden. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, können wir noch ein bisschen Zeitung zerreißen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn das überhaupt geht. Außer dass er jetzt sagt, ist so dunkel. Ne, krieg er hin. Muss er nicht versehen können. Die DM-Gutscheine kann er auch so ausreißen auf der Zeitung. So, hier nochmal ein paar. Dann kriegen wir wieder 5 Millionen Zunderbündel. Noch mal ein paar von weg. So lange, bis es dann hell draußen ist. Ich habe doch gar keinen Hunger, der Magen ist noch zu 1/3 voll. Ist zwar nicht gerade ganz spannend, was wir machen, aber so kriegt man die Zeit auch rum. Und das, was wir gesammelt haben, auch wieder ein bisschen weg. Machst du, dass wir noch 10 auf Tasche haben? So. Okay, es ist aber immer noch nicht hell genug, ich dachte. Gut, machen wir noch ein paar Zeitungen zerreißen. Kriegt man auch die Zeit rum. So. 5 haben wir noch.
Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt kann man nochmal wieder was sehen. Hervorragend. Dann ein Stückchen trinken. Ich glaube, es ist nicht ganz gut, wenn wir riskieren, dass wir auf Null fallen beim Trinken. Jetzt ein schönes Schnitzel essen. Beste Frühstück. Ja, komm, den Müsli-Riegel essen wir auch nochmal eben. Nuts and Stuff. Jo. So, jetzt haben wir nichts fertig wieder. Diesen Trocken. Okay, dann können wir die mitnehmen. Hier, das ist auch noch nicht fertig. Okay. Auch nicht. Gut. So kurz zwischendrin wieder einmal speichern. Zwischendurch immer mal wieder wichtig. Was wollte ich? Ah ja, genau, ich wollte in die Bank einmal den Tresor, also nicht Tresor, den diesen einen Spind noch aufknacken. Ich würde nochmal zur Tankstelle, um da nochmal zu gucken, ob wir was aufknacken können. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus? Sind unsere Wölfli-Freunde noch da? Wisst ihr was? Ich kann das ja auch machen, wenn wir irgendwann mal hinten zu dem, diese Wegelagerei-Quest machen. Da kommen wir ja nicht eben rein. Dann brauche ich dann davon hinlaufen. So, dann einmal in die Bank. Ich rutsche die ganze Zeit vom Stuhl runter. Yeah. Was haben wir denn hier Schönes drin? I could use this. Ja, diese Optikum. Okay. Brauchbare Kampfstiefel. Interessant. Da muss ich doch gleich mal gucken. Was habe ich jetzt aktuell für Schuhe? Hier die Mackenzie's Stiefel. Die haben 1 und 1. Die haben 1,208. Sind aber auch nicht auf 100%. Die halten ein bisschen mehr Wasserdichte. Aber haben nicht so viel Schutz. Und damit sind wir auch sehr viel langsamer. Ja. Aber Schutz wäre schon nicht schlecht, glaube ich. Komm, dann nehmen wir die Stiefel. Anziehen. Die können wir dann hier auseinandernehmen. 1 Stunde 30, war das richtig? Das dauert das lange. Und wenn wir das jetzt hier reparieren, wenn wir das Leder, was wir aus unseren alten Stiefeln rausgeholt haben, direkt hier wieder mit dran verarbeiten, dann sind wir nämlich hier bei 100%, haben hier 1,5 und 1, also sind besser als bei den alten, haben ein bisschen weniger Wasserdichte und sind ein bisschen langsamer, ein bisschen mehr Gewicht, bla bla, aber dafür auch 5% mehr Schutz. Ich glaube, das ist nicht wenig. Temperatur minus 5%. Können wir mal eben hier ein Stück trinken. Können wir nochmal trinken, hier ein bisschen was mitnehmen. Hier umlagern. Wie sieht es sonst aus? Achso, wir haben noch wieder 25 Millionen Sonderbündel. Da müssten wir nochmal ein paar ablegen. Hier. Ich mache das mal so. Da nehme ich mir einfach 5 mit. Relativ easy. Ein Buch. Altholz kann ich auch reinpacken. Weil wir werden noch mit Sicherheit genug Brennmaterial bekommen. Obwohl, ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade, bin jetzt gerade bange, wenn wir jetzt irgendeinen Hirsch finden und haben nichts dabei. Obwohl, das wird schon. Das wird schon. So, was sagt Inventar? 23,81, das ist okay. Dann gehen wir eben einmal zur Tankstelle.